So, die Aufzeichnung läuft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen zum heutigen Termin Zentrale Ideen und Werkzeuge von MINT+. Vorlesung. Wir waren stehen geblieben im Kapitel 0.2, seriös arbeiten an der MINT, haben das Thema Korrelation und Kausalität als großes Thema hier jetzt. Und haben darin jetzt das Thema Schaltkorrelationen. Da haben wir schon einiges dazu gesehen, hier waren wir stehen geblieben. Das ist die erste Folie, die wir beim letzten Mal noch nicht gesehen haben. Nochmal zur Erinnerung, was ist eine Schaltkorrelation? Der Name ist leider etwas irreführend, möchte ich nochmal wiederholen, habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Es handelt sich nicht um eine scheinbare Korrelation, sondern die Korrelation ist da, sondern das Schein deutet darauf hin, etwas unglücklich die Wortwahl, dass da keine Kausalität, nicht die, keine der beiden naheliegenden Kausalitäten ist. Ja, wenn die beiden Größen A und B korreliert sind, dann ist es naheliegend, dass A kausal für B oder B kausal für A oder in Form von Regelkreisen oder Teufelskreisen auch von A kausal für B und B zugleich kausal für A ist. Das ist hier nicht der Fall, sondern Scheinkorrelation heißt entweder eine Hintergrundvariable, die für A und B kausal ist, oder dass es sogar nur Zufall ist, dass es beispielsweise zeitlich parallele, mehr oder weniger parallele Tendenz gibt, woraus sich automatisch eine Korrelation ergibt, auch wenn die beiden Größen überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das ist der Begriff Scheinkorrelation. Hier noch ein Beispiel. Direkt aus dem Leben gegriffen an einer Universität etwa, Lehrevaluation, Fallbeispiele, die Nummern beziehen sich immer auf das referenzierte Buch zur Erinnerung. Worum geht es hier in diesem Beispiel? Der Punkt ist erstmal der, ich rede jetzt von Lehrevaluation in Präsenzlehre, das heißt im Rahmen eines Vorlesungstermins, am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines Vorlesungstermins, das kennen Sie sicherlich, Bögen ausgeteilt werden und Sie füllen die aus und geben die dann wieder zurück. Man könnte jetzt auch hier noch das Thema Online-Lehrevaluation betrachten, aber die Rücklaufquoten bei Online-Lehrevaluation zumindest in unserem Fachbereich Informatik sind so dramatisch niedrig, dass man da eigentlich nichts mehr dazu sagen kann. Betrachten wir also Präsenzveranstaltungen. Also mit Fragebögen in der Vorlesung oder Ähnliches. So, was zunächst mal der Punkt ist, ist, dass diejenigen, die nicht an diesem Termin in der Vorlesung sind, auch nicht daran teilnehmen. Ja, und wenn die Vorlesung, wenn die Evaluation am Anfang des Termins ist, dann nehmen die daran teil, die ordentlich zu spät kommen, und die ordentlich früher gehen, nehmen nicht daran teil, wenn die Evaluation am Ende des Termins ist. Ja, also wir haben hier tatsächlich so etwas wie eine Vorauswahl, die, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, wo es keinen Grund zur Annahme gibt, dass die repräsentativ sind. Ja, also vielleicht sind sie mal zufällig repräsentativ, aber man kann nicht davon ausgehen. Es gibt, und eigentlich, um Schlussfolgerungen zu ziehen, um quantitative Schlussfolgerungen zu ziehen, also Mehrheitsverhältnisse, wie viele Leute irgendeinen bestimmten Kritikpunkt wichtig finden oder Ähnliches, oder eben die Noten, die ja quantitativer Natur sind. Ja, dafür bräuchte man eigentlich eine repräsentative Auswahl. Und wer fehlt so alles? Naja, wir sehen, dass das vermutlich eine Verzerrung ist. Ja, die Vorlesung schlecht finden, die nichts davon haben, die nichts keine Bahnhof verstehen, die sind dann weniger da. Das heißt, tendenziell sind eher die Leute da, die die Vorlesung gut finden, was wir wissen es nicht wirklich. Da gibt es meines Wissens keine Untersuchung dazu. Also falls Sie da irgendwelche Untersuchungen kennen, lassen Sie mich das gerne wissen. Aber diejenigen, die da sind, sind eine positive Auslese in puncto, vermutlich eine positive Auslese in puncto Bewertung der Vorlesung. Ja, also das heißt also, die Ergebnisse werden potenziell positiver sein, als wenn alle daran teilnehmen. Und positiver, ich sollte natürlich positiv nicht steigern, aber Sie wissen, was ich meine. Oder
Ja, manchmal wird die Evaluation nicht angekündigt, dann ist es natürlich, kommen natürlich die, die sonst auch gekommen wären. Und selbst wenn die Evaluation angekündigt ist, kommen natürlich auch viele nicht. Keine ausreichende Motivation. Ja, denken Sie zum Beispiel an Leute, die weit weg wohnen. Wir haben zum Beispiel hier Studierende, die locker mal eine Stunde oder anderthalb Stunden Anfahrtsweg haben an die TU Darmstadt. Die natürlich nur bedingt motiviert sind, wenn sie sich ansonsten die Vorlesung eher sparen, weil das zur Verfügung gestellte Material beispielsweise ausreichend ist, dass sie nicht extra die große Mühe auf sich nehmen müssen, zur Vorlesung zu kommen, ja, dann werden sie vermutlich zu diesem Termin auch nicht kommen. Ja, also bedenken Sie ja immer, bei dem Punkt repräsentativ, ja, solange nicht wirklich ausreichend gut fundiert belegt ist, dass diejenigen, die wirklich teilgenommen haben, ich rede jetzt hier von der Evaluation, aber gilt für Umfragen allgemein, Rücklaufquoten, solange nicht gesichert ist, dass diejenigen, die da sind, repräsentativ sind. Für diejenigen, die nicht da sind, solange können sie quantitativ, statistisch nichts folgern. Sie können keine Noten wirklich folgern. Sie können die Gewichtigkeit von Kritikpunkten nicht folgern. Ja, was sie machen können, ist qualitativ zu sammeln, was für Kritikpunkte gibt es denn eigentlich so. Das ist sicherlich eine valide Schlussfolgerung aus dieser Situation. Sie wissen ja selber, es gibt mehr als genug Lehrveranstaltungen, bei denen die Teilnahme, ich brauche nur die heutige Lehrveranstaltung jetzt hier schauen, bei denen die Teilnehmenden eine sehr kleine Untergruppe aller Teilnehmenden der Lehrveranstaltung sind, was auch für mich okay ist. Dafür zeichne ich die Vorlesung ja auch auf, damit niemals, der nicht will oder nicht kann, doch kommen muss. So, die Hintergrundvariable da war, das war da die Vorauswahl, die Kriterien für die Vorauswahl, dass Leute, die keinen Bock mehr haben auf die Vorlesung, nicht kommen oder Leute, die weit weg wohnen, zu dem Evaluationstermin nicht kommen und so weiter. Wir hatten auch, wie ich schon eingangs sagte, eine zweite Möglichkeit für Scheinkorrelation identifiziert, nämlich, dass ungefähr tendenziell parallel verlaufen und auch wenn sie in Kausalität überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weder miteinander in Kausalitätsbeziehung stehen, noch in der Erinnerungsvariable, die für beide kausal ist, allein durch diesen parallelen zeitlichen Verlauf ergibt sich eine positive Korrelation. Und den Klassiker möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, den werden Sie wahrscheinlich in jedem Statistikbuch, in jedem Statistikbuch-Skript finden, weiß ich nicht, zumindest die ich so gesehen habe, da ist das sehr beliebt. Die Storchenpopulation korreliert stark mit der Geburtenrate und zwar, also kann man das, was man früher den Kindern angeblich erzählt hat, dass der Klapperstorch die Kinder bringt, also kann man das auch schlussfolgern? Natürlich nicht, sondern die Storchenpopulation geht zurück und die Geburtenrate geht zurück und daraus ergibt sich automatisch, auch wenn da keinerlei Zusammenhang besteht, durchaus eine Korrelation. Ein Beispiel für Informatik wollte ich nur gebracht haben. Rechnerleistung wächst im Laufe der Zeit, Mobilfunkübertragungskapazität wächst im Laufe der Zeit, sind damit automatisch positiv korreliert, so ganz gar nicht mal so schlecht positiv korreliert. Aber wir haben jetzt hier keine direkte Kausalität zwischen den beiden und ist auch nicht unbedingt eine passende Hintergrundvariable. So, also hier nochmal, ich hatte letztes Mal und dieses Mal darauf hingewiesen, und aufgrund der Erfahrung in den möglichen Prüfungen möchte ich das auch schriftlich tun. Die Korrelation ist vorhanden.
die naheliegende Kausalität sollte ich eigentlich im Plural setzen, weil wenn Sie zwei Größen A und B haben, die korreliert sind, gibt es eigentlich zwei naheliegende Kausalitäten von A nach B und von B nach A. Ich möchte hier an dieser Stelle wieder was Positives bringen. Wissenschaft ist ja lernfähig. Langsam, ich hatte das Zitat gebracht von Max Planck letztes Mal, dass neue Erkenntnisse sich nicht durchsetzen durch Überzeugung, sondern dadurch, dass die alten Leute aussterben. Natürlich etwas überpointiert, aber ein bisschen was dran ist das sicherlich schon. Aber zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft, eine Institution des Bundes, die jedes Jahr Milliarden an Fördermitteln in alle möglichen Richtungen, in alle möglichen Hochschulen und in alle möglichen Fachrichtungen vergibt für Grundlagenforschung, primär, also nicht für anwendungsorientierte Forschung oder nicht direkt anwendungsorientierte Forschung, keine Industrieforschung oder ähnliches, die zum Beispiel, das ist eine Institution, die permanent an der Verbesserung ihrer Leitlinien arbeitet, bei der Vergabe von Geldmitteln für Forschungsvorhaben, Zeitschriften, die eine gewisse Marktmacht haben, wo Autoren und Autorinnen, wo Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gerne versuchen zu publizieren, weil sie ein hohes Renommee haben, also die sich gegenüber den Autoren und Autorinnen ein bisschen noch was herausnehmen können. Die auch da sieht man positive Entwicklungen, dass da Standards entwickelt werden, des guten wissenschaftlichen Arbeiten. Das will ich hier anhand eines eigenen Papers mal, einer eigenen Veröffentlichung mal schon vor vielen Jahren, so größer als 15 Jahren muss das jetzt her sein, in der Physik. Und bin da konfrontiert worden mit den damals dort schon vorhandenen Standards. Das eigentliche Papier, die eigentliche Veröffentlichung, die dann tatsächlich dann auch in die Zeitschrift kommt, waren nur 6 Seiten. Also natürlich soll man die Seiten zählen, aber ich glaube, das ist in dem Fall, gibt in dem Fall doch schon einen zutreffenden Eindruck. Und ergänzendes Material, Supplementary Material, haben wir noch erstellt im Umfang von 16 Seiten. Was ist dieses ergänzende Material? Das wird natürlich auch veröffentlicht, aber jetzt nicht sozusagen als Teil der Zeitschrift, sondern irgendwie separat von dem Internet oder ähnliches. Ja, das ist eine empiriebasierte, also durch Experimente, Naturbeobachtung, beziehungsweise hier Informatik, hoffentlich Computerstudien, dadurch fundierte Begründung dafür, dass erstens mal die Datenauswahl, auf der die Untersuchungen, die Studien beruht haben, nicht verzerrt war. Ja? Da mussten wir einiges dafür tun, um dafür den Nachweis zu erbringen, wobei auch hier wieder natürlich das Problem zuschlägt, das ich beim letzten Mal betrachtet habe, im Zusammenhang mit Karl Poppers Falsifikationismus. Sie erinnern sich vielleicht, man kann Theorien, man kann wissenschaftliche Aussagen, wissenschaftliche Hypothesen belegen, niemals wirklich zu 100%, niemals wirklich beweisen. Ich habe eben von Nachweisen gesprochen, Nachweisen, dass die Datenauswahl der Ton ist mit einem Echo verzerrt. Okay, ich glaube, das lässt sich lösen. Ist es jetzt besser? Hallo? Ja, okay, gut. Geben Sie mir bitte wieder Bescheid, wenn der Ton wieder mit einem Echo verzerrt ist. Tut mir leid. Ich weiß da leider nicht, wie ich das grundsätzlich verhindern kann, aber ich weiß, was ich dann tun kann, wenn das wieder auftritt. Und fragen Sie mich nicht, warum das so funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Die Tücken der Technik. Und wenn Sie merken, dass ich im Chat nicht lese, dann sprechen Sie ruhig hinein. So, also Korrelation nicht von der Datenauswahl abhängt und keine, jetzt sind wir bei Scheinkorrelation, deshalb. Genau wegen diesem Punkt sind wir hier bei der Überschrift Scheinkorrelation. Das ist
dass der Zusammenhang, den wir gefunden haben, den statistischen Zusammenhang, den wir gefunden haben, und den wir dann durch eine Kausalität erklärt haben, dass der sich nicht durch eine einfachere, profanere Kausalität erklären lässt, sondern dass wir tatsächlich da etwas gefunden haben, was irgendwie bemerkenswert ist und sich nicht irgendwie auf sehr simple, profane Art und Weise auch erklären lässt. Ja, also das sind schon sehr hohe Standards, wo ich sagen muss, in der Informatik sind mir diese Standards, in meinem eigenen Fach sind mir diese Standards bisher nicht begegnet, aber die Disziplinen sind ja auch in Wechselwirkung zueinander, zum Beispiel, dass ich als Mathematiker, Informatiker dann in der Physik publiziert habe und da das kennengelernt habe und so weiter. So, was ich noch da so sagen muss, nicht möchte, aber muss, ist, Sie finden häufig gar nicht wirklich explizit gesagt, ist häufig in den Publikumsmedien, in den politischen Zeitschriften, in den Tageszeitungen, in den Fernsehnachrichten, Radionachrichten, entsprechend Internet, finden Sie regelmäßig Berichte über wissenschaftliche Studien, in denen gar nicht Begriffe wie Korrelation und Kausalität typischerweise vorkommen. Aber da wird dann letztendlich doch von Kausalitäten berichtet, ja, wer jeden Tag Knoblauch isst, lebt länger oder so etwas. Das suggeriert eine Kausalität, obwohl zunächst mal nur eine Korrelation vorhanden ist. Und es könnte eine Scheinkorrelation sein mit einer Hintergrundvariable. Es könnte auch sein, dass die Leute, die aus irgendwelchen Gründen länger leben, mehr Appetit auf Knoblauch haben, kann alles Mögliche sein. Ja, auch die naheliegende Kausalität, muss man aller Erfahrung nach sagen, muss nicht die richtige sein. Es gibt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass die naheliegende, plausible Kausalität falsch ist. Und das heißt also, man darf nicht einfach schlussfolgern, nur weil eine Kausalität sich aufdrängt im Vorhandensein einer Korrelation, dass das die richtige ist. Also wann immer so und meistens eben ohne Begriffe wie kausal zu verwenden, ja, wann immer so von solchen Zusammenhängen, von solchen Ursache-Wirkungszusammenhängen in irgendeiner Form berichtet ist, gehen Sie erstmal davon aus, es sei denn, Sie haben mehr Informationen, die in die andere Richtung deuten, gehen Sie erstmal davon aus, dass Sie da dass das in Wirklichkeit nur eine Korrelation ist, in die eine Kausalität hineininterpretiert wurde. Oft, also das geht, solche Studienergebnisse gehen oft einen längeren Weg. Ja. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen schreiben eine Publikation und sind da hoffentlich vorsichtig in den Schlussfolgerungen und gehe nicht vorschnell davon aus, dass eine bestimmte Kausalität da ist, nur weil sie eine Korrelation gefunden haben. Aber dann gibt es zum Beispiel Presseabteilungen von der Universität zum Beispiel, wo die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gearbeitet haben, oder von der Zeitschrift, wo das publiziert wurde, geht das aus. Und das wird häufig von Leuten aus dem Bereich Journalismus verfasst, dementsprechend schon mit einem ganz anderen Tenor. Und das wird dann nochmal von Journalisten, Journalistinnen dann für ihr Medium dann nochmal umgemodelt, sodass sie also die Vorsicht, die die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen hoffentlich haben walten lassen, dann leicht verloren geht. Das durch die übliche Zuspitzung, die sie im medialen Bereich halt haben. So, und ich würde jetzt behaupten, also das ist ja hier überschrieben mit meinen 2 Cent, ich würde mal behaupten, dass Sie in der Regel damit richtig liegen. Jetzt ist die Frage, warum beschäftigen wir uns mit Korrelation, wo wir doch eigentlich die Welt verstehen wollen durch ihre kausalen Zusammenhänge? Ja, Korrelation ist ja erstmal nur eine mathematische Kenngröße, die für sich genommen gar keinen Wert hat. Ja, nimmt man zur Kenntnis, schön. Aber nehmen wir zum Beispiel so an Rauchen und
Tabakkonsum und Lungenkrebs. Da hatte ich, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal schon gesagt, dass nach meinem Kenntnisstand da eine Korrelation von 0,3 vorliegt. Das interessiert doch niemanden, nicht? Interessant ist, inwieweit eine Kausalität vom Tabakkonsum in Richtung Lungenkrebs vorliegt und inwieweit der Lungenkrebs vielleicht aus anderen Ursachen herkommt. Ja? Man ist immer an Kausalitäten interessiert, um die Welt zu verstehen und um Maßnahmen zur Verbesserung der Welt zu ergreifen. Zum Beispiel eben weiter zu kommunizieren, wie schädlich Rauchen ist. Warum überhaupt dann Korrelation? Erstens mal muss man ganz klar sagen, Korrelationen lassen sich schnell finden. Ja, also auch das kostet viel Geld. Denken Sie beispielsweise an umfangreiche Umfragen oder denken Sie an umfangreiche medizinische Experimente mit Probanden und Probandinnen. Auch das kostet schon eine Menge Geld, aber immer noch sozusagen die billigste Möglichkeit, wie man zu Studienergebnissen kommen kann. Und mehr als das zunächst mal nicht. Also eigentlich müsste man sagen, wenn man eine Korrelation findet, soll man das gerne auch veröffentlichen und dann sollte die Suche nach der Kausalität beginnen. Es sei denn, man hat im Rahmen dieser Studie schon deutliche, klare Hinweise auf die wahre Kausalität gefunden, dann braucht man das natürlich nicht mehr. Aber eigentlich ist das auch in einer Korrelation der Startschuss, in einer idealen Welt der Startschuss für die Suche nach einer Kausalität oder nach verschiedenen Kausalitäten da drin. So, wir werden in gewisser Weise immer mal wieder auch auf Korrelation und Kausalität zurückkommen müssen. Wir gehen jetzt aber noch ein paar weitere Punkte durch. Ich möchte einen Begriff hier betrachten, der auch immer wieder missverständlich ist, der eigentlich ganz gut auch gepasst hätte in Kapitel 1 zum Thema Polyseme und Homonyme. Gut, aber bevor wir dahin kommen, erst einmal, also das ist die Signifikanz ganz allgemein, aber bevor wir dahin kommen, erstmal in generelle Klärung, wovon ist eigentlich die Rede? Was ist das Signifikanzniveau? Wir reden jetzt hier von statistischen Studien. Statistische Studien können sein, beispielsweise Umfrageergebnisse, also die Umfrage selber ist die Studie. Und die Auswertung der Umfrageergebnisse ist dann die statistische Arbeit. Können, wie ich schon öfters als Beispiel gebracht habe, medizinische Experimente mit Probanden und Probanden sein oder psychologische Experimente? Können natürlich auch statistische Experimente, gibt es natürlich auch in den Naturwissenschaften in verschiedener Form. Denken Sie an der Biologie, statistische Erkenntnisse an Versuchstieren oder Versuchspflanzen oder was auch immer. Gibt es natürlich auch in der Informatik beispielsweise in Form von Computerstudien, ja, dass man zum Beispiel bei einem Algorithmus umfangreiche Studien macht mit verschiedensten Eingaben, verschiedenster Größe, testet, wie schnell der Algorithmus, die Implementation des Algorithmus auf diesen Eingaben ist und wie akkurat die Ergebnisse sind und so weiter. Ja, also statistische Studien gibt es überall und denken Sie beispielsweise auch in Literaturwissenschaft, statistische Auswertung, wie häufig bestimmte Begriffe und Formulierungen in der Epoche der Klassik und wie häufig sie in der Epoche der Romantik verwendet werden und so weiter. Das gibt's also überall im Prinzip heutzutage. So, das Signifikanzniveau ist sozusagen das Qualitätsniveau einer Studie oder wird zumindest als Qualitätsniveau der Studie allgemein angesehen. Ist nicht ohne Problematik, ein bisschen werden wir dazu auch sehen von der Problematik, aber hat sich so etabliert als der Qualitätsmaßstab für eine Studie, wenn man so will. So, Sie werden in der Regel sowas wie Signifikanzniveau P gleich 5 finden, oft genug aber umgekehrt formuliert mit 95%, aber ich folge hier der mir bekannten Definition. Manchmal gibt es auch andere Größen. Was heißt dieses Signifikanzniveau jetzt? So,
muss jetzt ein bisschen ausholen, ja. Nehmen wir mal an, wieder den Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Ja? Die Nullhypothese hier ist, dass es keinen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs gibt. Ja, oder man kann alles Mögliche nehmen. Wir hatten ja schon Beispiele Schuhgröße und Körpergröße. Die Nullhypothese ist, dass es keine Korrelation, keinen statistischen Zusammenhang zwischen den beiden gibt. Ja, oder Reichtum und Alter hatten wir auch als ein Beispiel. Die Nullhypothese ist hier, dass der Reichtum über die verschiedenen Altersstufen hinweg gleich verteilt ist oder so etwas. So, und diese Nullhypothese ist für die Definition des Signifikanzniveaus wichtig. Das ist wichtig auch für die Interpretation dafür, inwieweit das eigentlich ein guter Qualitätsmaßstab ist. So, die Bedeutung ist ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge. Deshalb eine etwas gewundene Formulierung. Falls die Nullhypothese stimmt, also falls der Zusammenhang, den man versuchen will herauszufinden, falls der gar nicht existiert, so wie Lungenkrebs und Rauchen, falls es da gar keinen Zusammenhang gibt. Und ich rede jetzt von der Realität. Falls es in der, also ich rede jetzt nicht vom Studienergebnis, sondern ich rede von der Realität. Falls in der Realität kein ursächlicher oder wie auch immer, weder mit Hintergrundvariablen noch mit direkter Kausalität oder sonst wie, falls es da überhaupt keinen Zusammenhang gibt, falls es zwei Phänomene gibt, die in keinerlei Zusammenhang miteinander stehen, so wie Störche und Geburten, dann ist diese Wahrscheinlichkeit hier, P gleich 5% zum Beispiel, dann hat das die Untersuchung mit 5% Wahrscheinlichkeit fälschlicherweise doch ein Ergebnis produziert, einen Zusammenhang gefunden. Ja, das ist die Bedeutung dieses Signifikanzniveaus. Das heißt also, diese 5% typischerweise, wird da sagen nicht, dass das Studienergebnis mit 95%iger Wahrscheinlichkeit richtig ist. Sowas möchte man gerne haben, aber kriegt man nicht. Weiß man nicht, wie man das kriegen soll. Sondern man behilft sich mit einer anderen Konstruktion, die ja jetzt auch nicht gerade schlecht ist, ja, die ja auch eine gewisse Aussagekraft hat, aber eben nicht das ist, was man vielleicht denken würde. 5% Signifikanzniveau heißt nicht, mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ist das Studienergebnis richtig. Woher kann sowas kommen? Also hier ist jetzt noch nicht die Rede von Manipulation, von Fälschung und so weiter, sondern hier ist einfach die Rede davon, ja, wenn Sie Probanden und Probandinnen haben beispielsweise oder in medizinischen Experimenten oder Umfrageergebnisse, selbst wenn Sie schaffen, repräsentativ vorzugehen, gibt es immer durch kleine Zufälligkeiten doch eine gewisse Abweichung von der Repräsentativität. Und nur das ist hier mit diesem Signifikanzniveau P kontrolliert. Zum Beispiel, jetzt, also Sie werden jetzt gleich sehen, dass das durchaus problematische Konsequenzen hat. Ich nehme mir hier ich rechne einfach mit fiktiven Zahlen, aber diese Zahlen sind nicht weit weg von realistischen Zahlen, sodass das, denke ich, okay ist, dass zur Illustration hier diese fiktiven Zahlen verwendet werden. Nehmen wir mal an, 1% der Bevölkerung sind durch eine Krankheit infiziert. Und nehmen wir mal an, bei Nicht-Infizierten gibt es eine Wahrscheinlichkeit von 3%, dass sie fälschlicherweise durch den Test als positiv klassifiziert werden. Ja. Dann rechnen wir mal. Also maximal einer von 100 Menschen wird korrekt positiv getestet. 1% der Bevölkerung sind infiziert, das ist einer von 100. 3 von den restlichen 99 Menschen, 3% von den restlichen 99 Menschen, das ist ungefähr 3, nicht,
Also 2,97 von 100 sind 3 von 99. Nee, falsch. Ja, insgesamt 2,97 von 100 Menschen sind nicht krank, aber trotzdem positiv getestet. Und das bedeutet, und klar, schauen Sie mal, einen korrekt positiv getestet und 3 fälschlich positiv getestet. Das heißt also, wenn Sie positiv getestet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit 3:1, dass Sie nicht infiziert sind in diesem fiktiven, aber durchaus realistischen Zahlenbeispiel. Ja, also Sie sehen, es ist eine durchaus problematische Sache. Also in vielen Situationen ist die dringende Empfehlung, Tests zu wiederholen, idealerweise verschiedene Testarten zu verwenden, um eben solche Probleme auszuschließen. Das ist auch ein Problem mit Vorsorgeuntersuchungen. Ja. Es gibt verschiedene Krebsarten wie Prostatakrebs oder Brustkrebs, die im Verdacht stehen, dass sie zu viele falsche positive Ergebnisse liefern, mit dem Ergebnis, dass sie wenig Positives bewirken, eben nur bei den wenigen mit korrekt positiven Ergebnissen, die wirklich erkrankt sind, die wirklich ein Problem haben, aber viel menschliches Leid produzieren bei den vielen, vielen Menschen, bei denen das Ergebnis fälschlicherweise positiv ist. Also Sie sehen, die Situation ist gar nicht mal so unproblematisch. Ähnlich gelagertes Beispiel in Wirksamkeit von Medikamenten. Hier mache ich jetzt auch wieder ein fiktives Beispiel, was aber durchaus natürlich weiterhin den Anspruch hat, realitätsnah zu sein. So, wir gehen jetzt davon aus, also ein großes Pharmaunternehmen produziert eine ganze Menge verschiedener Medikamente versuchsweise. Aber auch die werden nicht unbedingt alle wirksam sein, ausreichend wirksam sein, dass eine Verbesserung gegenüber jetzigem Stand sind. Man kann hier vielleicht auch, wenn man will, auch die Nebenwirkungen schon mit berücksichtigen. Bleiben wir einfach mal bei der Wirksamkeit. Modellannahme 10 von 100, also 10% aller bis zur Testreife gekommenen Entwicklungen sind wirksam. Ja, wir wissen nicht wirklich, wie die Zahl aussieht. Nehmen wir das einfach mal an. Nehmen wir mal an, wir wüssten, wir hätten einen vollen Einblick in die gesamte Welt und können wissen, 10% der Medikamente, die dieses Pharmaunternehmen bis zur Testreife gebracht hat, sind in der Realität wirksam. So, jetzt nehmen wir mal auch als Modellannahme an, bei 5% der unwirksamen Medikamente wird fälschlich Wirksamkeit ermittelt. Das heißt also von 100 getesteten sind 4,5 fälschlich als wirksam. 4,5 von 100 Medikamente sind unwirksam, aber fälschlicherweise als wirksam dann ermittelt. Und jetzt nehmen wir auch noch an, das ist sicherlich keine, hoffe ich mal, keine allzu einschränkende Annahme, dass da keine Wechselwirkungen zwischen den Experimenten passieren, sondern dass das wirklich alles unabhängige Tests sind. So, und jetzt rechnen wir mal. Also 10 von 100 Medikamenten sind wirksam und tatsächlich, gehen wir einfach mal davon aus, als wirksam auch klassifiziert durch die Studie. 4,5 von 100 Medikamenten sind als wirksam klassifiziert, aber nicht wirksam. Das heißt, hier im Nenner haben wir die Anzahl aller Medikamente bezogen immer auf 100, die als wirksam klassifiziert wurden, ja, korrekt klassifiziert als wirksam, inkorrekt klassifiziert als wirksam. Und wenn Sie sich angucken, was ist der Anteil davon, von dieser Gesamtgröße der als wirksam klassifizierten, was ist der Anteil davon, die fälschlicherweise als wirksam klassifiziert worden sind, dann kommen wir auf ungefähr 31%. Ja, das ist schon eine Hausnummer, nicht? Und das bei eigentlich so kleinen Fehlern, die Sie jetzt hier haben. Der entscheidende Punkt ist natürlich hier,
diese Größe, wie viel Prozent der tatsächlichen getesteten Medikamente tatsächlich wirksam sind. Je kleiner diese Zahl ist, umso größer natürlich hier das Missverhältnis, wenn wir die anderen Größen festhalten. So, gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Rosinenpickerei ist etwas, was sehr, sehr häufig in statistischen Arbeiten, wissenschaftlichen Arbeiten mit Statistik betrieben wird. Ich denke, sehr, sehr viele Leute, die in der Wissenschaft und auch anderswo mit Statistik arbeiten, wissen überhaupt nichts von dieser Problematik und sind sich überhaupt nicht klar darüber, dass sie unseriös arbeiten. So, was bedeutet seriöse empirische Arbeit in dem Zusammenhang? Wir müssen die Forschungsfrage vorab formulieren. Bevor wir das Experiment starten, bevor wir die ersten Daten haben, müssen wir die Forschungsfrage formuliert haben. Zum Beispiel die Forschungsfrage, wie hoch ist der Zusammenhang, besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Rauchen, Tabakkonsum und Lungenkrebs, so etwas zum Beispiel. Und wenn wir dann die Daten haben, dann nur diese Forschungsfrage ich hatte ja schon davon gesprochen, dass Zeitschriften gerade im medizinischen Bereich auch, aber inzwischen auch in anderen Bereichen, hier eine Rubrik, einen vorgeben, dass man ein Kapitel in seiner Veröffentlichung, ein Kapitel Ergebnisse und dann ein Kapitel Schlussfolgerung hat. In Ergebnissen alles, was wirklich unbestreitbar korrekt an Daten rausgekommen ist aus der Studie und Schlussfolgerung eben die subjektiven Interpretationen. In Ergebnissen alles, was objektiv auf jeden Fall unbestreitbar richtig ist, vorausgesetzt, dass man korrekt im Experiment gearbeitet hat und in Schlussfolgerung dann eben, wie gesagt, die Interpretation. Und alles Weitere, ja, Sie haben jetzt Daten über Lungenkrebs und Tabakkonsum gesammelt. Sie haben vielleicht dabei auch Daten über Alkoholkonsum gesammelt und so weiter und so fort. Alles das, was über die Forschungsfrage hinausgeht, dürften Sie bestenfalls in Future Work nennen, also in was man zukünftigerweise nochmal untersuchen sollte. Warum? Weil, wenn man, nehmen wir mal an, Sie haben umfangreich gesammelt Krankheitsbestände, verschiedene Krankheitsbestände, Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs, keine Ahnung, Hirntumor, vielleicht auch andere Krankheiten als nur Krebs und auf der anderen Seite auch alles mögliche Ernährungsverhalten, Tabakkonsum, Alkoholkonsum, Sport und so weiter und so fort. Ja. Wenn Sie von allen Seiten drauf schauen, dann werden Sie schon irgendwas finden. Und zwar allein deshalb, weil es immer diese Datenfluktuation, diese statistischen Fluktuationen gibt. Und irgendwo werden Sie da schon dann entsprechend was finden, was dann tatsächlich ein auffälliger Zusammenhang ist. Aber dieser auffällige Zusammenhang kann eben einfach durch statistische Fluktuation sein. Es ist fast unvermeidbar, dass Sie irgendwo was finden. Ja, deshalb ist es nicht valide, erstmal die Daten zu generieren, am besten viele, viele Daten generieren mit vielen, vielen Aspekten, so wie ich eben sagte, Tabakkonsum, Alkoholkonsum und so weiter. Und dann zu gucken, wo finde ich denn jetzt eine hohe Korrelation? Ja, Sie werden irgendwo irgendwelche hohen Korrelationen finden, selbst wenn gar nichts vorliegt. Das kann man auch noch weitergehen, eben von, wie ich eben sagte, von vornherein mehrere statistische Untersuchungen auf denselben. Also eben der Fall auf der letzten Folie war so die Ausgangssituation. Wir wollen eigentlich Lungenkrebs und Tabakkonsum untersuchen, aber wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir ja auch noch ein paar andere Sachen anschauen. Hier ist sozusagen ein Schritt weiter. Wir sammeln von vornherein eine ganze Menge Daten und wenden dann verschiedene statistische Untersuchungen darauf an. Und wegen dieser Datenfluktuationsgeschichte von der letzten Folie wird sich da schon irgendwo was ergeben.
Was man dann natürlich schön publizieren kann, nicht? Also so auffällig, solche Auffälligkeiten, die man dann publizieren kann, werden da wahrscheinlich schon öfters mal rauskommen. Aber eben wahrscheinlich nur statistische Fluktuation. Das hat natürlich die Statistiker nicht ruhen lassen und sie haben dann Signifikanzmaße entwickelt für diesen Fall. Also wir haben das, was wir bisher betrachtet haben als Signifikanzmaße, ist dass dieses P, was wir eben hatten, das ist eben gedacht für eine einzelne statistische Untersuchung, für die Suche nach einem einzelnen Zusammenhang auf dem Datenmaterial. Aber man kann natürlich auch dann mathematisch weitere entsprechende Signifikanzmaße entwickeln für den Fall, dass jemand eben auf demselben Material verschiedene statistische Untersuchungen treibt. Und da will ich nicht weiter drauf eingehen. Ich will da überhaupt nicht drauf eingehen. Das geht dann ziemlich schnell jetzt in die Mathematik rein. Das ist nicht unser Thema. Falls es interessiert, das ist sozusagen der Einstiegspunkt, dieser Begriff kumulierter Alpha-Fehler. Ja, dass man eben Maße findet, die eben nicht sagen, für eine Einzeluntersuchung ist das so und so signifikant, sondern eben, wenn ich 10 Untersuchungen mache auf demselben Datenmaterial, dann ist so und so viel signifikant. Ich sollte natürlich dazu sagen, dass man da nicht sehr weit kommt. Also, weil eben fast immer, also wenn es an einzelnen Stellen durch die Datenfluktuation Korrelationen gibt, dann sagt dieser kumulierte Alpha-Fehler oder dann sagen diese Signifikanzmaße, nein, das ist noch im Bereich des Normalen. Erst wenn es auffallend viele solcher Maße gibt oder auffallend starke, ja, wenn eine einzelne Korrelation so stark ist, dass sie ganz massiv heraussticht, dass sie nicht wegzudiskutieren ist, dann werden diese Signifikanzsage sagen, hallo, guck mal, das ist tatsächlich signifikant. So, weitere Variationen dafür, zum Beispiel, dass sie erst einmal die Korrelation feststellen zwischen Rauchen und Lungenkrebs und dann finden sie die Korrelation raus und dann sagen sie, okay, den Unterschied zwischen auffälligem und unauffälligem Befund lege ich unterhalb dieses Korrelationskoeffizienten. Ja, wenn Sie 0,3 rauskriegen und dann hinterher sagen, okay, auffälliger Befund ist alles besser als 0,25, dann haben Sie eben per Definition, per Willkür, per Manipulation einen auffälligen Befund kreiert. So, am besten möglichst nah dran, sodass gerade so eben das Ergebnis auffällig ist, nicht? Anderer Fall ist, dass sie eine Studie machen, zum Beispiel mit Probanden über die Zeit hinweg, dass nicht alle Probanden und Probandinnen gleichzeitig die Studie durchlaufen, sondern nacheinander. Dann irgendwann finden sie ein auffälliges Ergebnis mittendrin und brechen die Studie dann an dieser Stelle ab. Was ist das Problem hier? Das Problem hier ist, wenn sie noch relativ wenig Probanden haben, also der Stichprobenraum recht klein ist, dann haben sie entsprechend große Ausschläge. Ja, dann ist das natürlich noch lange nicht repräsentativ. Dann sind die Daten, je kleiner die Datenmenge, umso größer die Fluktuation im Verhältnis zur Größe der Datenmenge. Und wenn Sie dann sozusagen den Moment abpassen, wo die bisher betrachteten Probanden und Probandinnen irgendwie in eine gut publizierbare Richtung, deren Ergebnisse gut in eine publizierbare Richtung weisen, und wenn Sie dann die Studie abbrechen, dann haben Sie natürlich eine schöne Publikation, aber das ist nicht so richtig seriös. Noch eine andere Variation ist, das nennt sich P-Hacking. Es gibt verschiedene Maße dafür, wie man diese Signifikanz, das P vom letzten Abschnitt, tatsächlich mathematisch definieren kann.
Und man kann jetzt, nachdem man das Datenmaterial hat, nachdem man die Daten gesammelt hat, kann man jetzt hergehen und die verschiedenen Signifikanzmaße ausprobieren. Eins davon wird dann vielleicht ein Signifikanzergebnis liefern. Aber hier dieselbe Situation wieder wie mit dem kumulierten Alpha-Fehler, wie mit verschiedenen Tests auf demselben Datenmaterial, verschiedene statistische Zusammenhänge entdecken auf demselben Datenmaterial. Man probiert alles aus und wegen der Daten, wegen der üblichen Fluktuation, wird da schon irgendwas dabei sein. Gut, auch das ist so etwas Ähnliches wie Rosinenpicken. Deshalb bin ich da, schließe ich das direkt an, Survivorship Bias. Gucken wir uns mal konkrete Beispiele an. Ja, Sie haben erfolgreiche Unternehmer und Unternehmerinnen, Sportler, Sportlerinnen, Künstler, Künstlerinnen und so weiter. Oder auch in anderen Bereichen, zum Beispiel, wenn Sie zu einer Wallfahrtskirche mal kommen, werden Sie wahrscheinlich da irgendwo einen Bereich finden, eine Wand mit allen möglichen Zetteln dran. Ich habe, meine Gebete wurden erhört, das und das, ich wurde wieder gesund oder solche Sachen. Ja. So. Das Problem an der Sache ist, dass es viele andere gibt, viele andere Unternehmer, Sportler, Künstler oder auch viele andere Gebete und was auch sonst noch, die nicht erfolgreich waren, die nicht oder Gebete, die nicht erhört worden sind, und die sieht man nicht. Ne? Die im Dunkeln sieht man nicht. Die vielleicht genau dasselbe gemacht haben, genauso gut sind, genauso talentiert sind, aber eben doch nicht erfolgreich war, sodass man also doch zu der Schlussfolgerung vielleicht kommen müsste, dass dieser Erfolg, den Einzelnen im Rampenlicht haben, doch vielleicht mehr Glück enthält, als man so denken würde, dass es nicht an der erfolgreichen Methode liegt oder am Talent liegt, sondern tatsächlich doch sehr viel Glück dabei ist. Und bei den Gebeten natürlich auch. Ja, wenn 100 Leute um Gesundheit beten, da wird allein unabhängig von diesen Gebeten, werden schon einzelne von diesen 100 Leuten gesunden. Und wenn die das dann zurückführen darauf, dass ihre Gebete erhört worden sind, dann werden die sich melden, werden die Zettel anhängen, meine Gebete wurden erhört, und die vielen, vielen anderen, deren Gebete nicht erhört worden sind, die nicht gesundet sind, die sieht man nicht. Die hängen keine solche Zettel an. Oder auch ein anderes Beispiel für Survivorship Bias. Also der Begriff Survivorship Bias kommt daher, wenn man in extrem gefährlichen Situationen, beispielsweise im Krieg, überlebt, dann kann man vielleicht denken, dass es irgendwie eine Art von Vorsehung war, dass man das überlebt hat, aber in Wirklichkeit wird es wahrscheinlich doch nur Glück gewesen sein. Und wenn jemand mit seiner Vorhersage recht hat, zum Beispiel Vorhersagen des nächsten Börsencrashs oder solche Sachen, ja, im ökonomischen Bereich gerne. Oder denken Sie an Vorhersagen im sportlichen Bereich, Sportergebnisse bei einer Weltmeisterschaft oder ähnlichem. Der mit seiner Vorhersage recht behalten hat, wird gerne in den Medien und sicherlich auch vielleicht auch in den sozialen Medien sicherlich auch dann als Guru gefeiert. Andere, aber viele, viele andere haben ebenfalls Vorhersagen getroffen. Deren Vorhersagen sind nicht eingetroffen. Das ist aber eben die im Dunkeln. Nicht? Die im Dunkeln sieht man nicht, wie eben auf der letzten Folie. Und eben weil man die einen sieht, die im Rampenlicht sind, und die anderen nicht sieht, denkt man, dass das wirklich ein Guru ist. Aber kann natürlich sein, dass das mal ein Guru ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher groß, dass das ein Zufallstreffer war. Ja, alle möglichen Leute haben alles Mögliche vorhergesagt. Aber irgendjemand muss ja Recht behalten. Ja, in irgendeine Richtung muss ja die Weiterentwicklung gehen. Und der eine ist im Rampenlicht, wird als Guru gefeiert, und man vergisst, dass es eben doch nur einer von vielen waren, die Vorhersagen getroffen haben.
So, was gibt es da jetzt für Variationen, zum Beispiel im Lotto gewonnen, ja? Wenn ich, gut, ich spiele nicht Lotto, aber wenn ich Lotto spielen würde, dann würde es mir natürlich als eine große Fügung des Schicksals vorkommen, wenn ich da tatsächlich den Hauptgewinn gewinnen würde. Ja, dann sind die Götter mir gnädig oder was auch immer. Aber letztendlich ist es ja, irgendjemand muss ja im Lotto gewinnen. Ja, und letztendlich ist es wahrscheinlich doch nur Zufall, wenn ich das bin. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass ich im Lotto gewinne, aber irgendjemand muss ja im Lotto gewinnen. Oder so, selbe Logik, dass irgendwo der Blitz eingeschlagen hat. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Blitz genau an dieser Stelle eingeschlagen hat. Aber irgendwo muss der Blitz ja einschlagen. Also gut, es gibt auch Blitze, die von Wolke zu Wolke gehen, soweit ich weiß. Ich rede jetzt natürlich nur von Blitzen, die von der Wolke zur Erde oder von der Erde zur Wolke gehen. Beides gibt es, soweit ich weiß. Oder zum Beispiel, dass zwei Präsidenten der USA also lange her, selben Stunde gestorben sind und dann sogar noch am 4. Juli, am Nationalfeiertag, am Unabhängigkeitstag der USA. Sowas kann ja kein Zufall mehr sein, nicht? Da muss irgendeine Vorsehung dahinter sein. Aber auch hier wieder dieselbe Argumentation. Dieser spezielle Zufall ist extrem unwahrscheinlich. Aber irre Zufälle dieser Art müssen irgendwo passieren. Ja, wenn wir jetzt darauf versteifen, wie wahrscheinlich ist es, dass zwei amerikanische Präsidenten in derselben Stunde am Unabhängigkeitstag sterben, dann müssen wir sagen, das kann alles kein Zufall mehr sein. Da muss irgendeine Art von Vorsehung walten. Aber wenn wir die Logik umdrehen und sagen, naja, irgendwo müssen solche irren Zufälle passieren. Schauen wir mal, wo sind sie denn passiert? Aha, zum Beispiel bei diesen beiden Präsidenten ist genau das, dieser eine Punkt passiert. Dann löst sich das natürlich auf. Dann ist es eine ganz natürliche Sache. So, weiterer wichtiger Punkt ist, dass sie, wo häufig Fehler gemacht werden. Das ist natürlich ein irrer Zufall, dass 10-mal hintereinander die richtige Farbe, ja, sie setzen 10-mal rot und es kommt auch 10-mal rot beim Roulette beispielsweise. Kann natürlich auch kein Zufall mehr sein, nicht? Da müssen sie Fortune haben und nicht Zufall. Ja, das Schicksal muss ihnen gnädig sein. Aber wenn sie sich das genauer angucken, in jeder Runde, wir nehmen mal die 0 beim Roulette jetzt weg. Wir betrachten nur die 1 bis 36. 18 Zahlen mit Rot, 18 Zahlen mit Schwarz. Und das heißt also 50% Wahrscheinlichkeit jeder Farbe. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Roulette, dass da nichts gefaked ist, dass das ein korrekt laufendes Roulette-Gerät ist. Und dann können wir nachrechnen, dass für 10-mal dieselbe Farbe die Wahrscheinlichkeit ungefähr ein Tausendstel ist, also genau gesagt ein Tausendvierundzwanzigstel, aber ungefähr ein Tausendstel. Und das ist natürlich etwas, das jetzt gar nicht so selten passiert. In einem großen Roulette-Saal, im großen Casino wird das sicherlich jeden Abend mal passieren irgendwo. So, zusammengefasst, jetzt haben wir viele Beispiele gesehen. Ich habe auch ganz kurz schon mal erläutert, mündlich versucht zu erläutern, was das Survivorship Bias ist. Jetzt nochmal schriftlich. Also, wir haben alles Mögliche, was sich so ereignet. Das meiste sieht man nicht, ist im Dunkeln. Ja, kein Mensch interessiert sich dafür. Es gibt einzelne wenige auffällige Sachen. Jeder dieser auffälligen Sachen ist extrem unwahrscheinlich für sich genommen. Aber dass irgendwo solche Auffälligkeiten passieren, ist statistisch praktisch sicher. Und zwar auch dann, das ist der entscheidende Punkt, wenn keine Vorsehung, kein Schicksal waltet, sondern alles wirklich nur ganz blinder Zufall ist. Gut, jetzt kommen wir nochmal zum Begriff Signifikanz zurück. Und jetzt zu dem, was ich eingangs sagte, dass Signifikanz ein Polysem ist und dass das durchaus von Bedeutung ist. Ja, wir hatten Polyseme im Kapitel 1 und deren Problematik. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Beispiel für Polyseme. So, was ist das? Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen statistisch signifikant
und signifikant im landläufigen Sinne. So nenne ich das. Statistisch signifikant ist das, was wir da schon hatten, nämlich über dem, mit diesem P-Wert, über dem Signifikanzniveau. Es gibt einen statistisch ganz gut gesicherten Zusammenhang. Ja, nicht wirklich gut gesichert, weil wir haben ja gesehen, dass dieses Signifikanzniveau doch etwas problematisch ist, aber immerhin. So, signifikant im landläufigen Sinne heißt aber etwas völlig anderes. Ja, Sie müssen sich klar machen, dass das wirklich etwas völlig anderes ist. Nämlich eben, ja, groß, dick, gewichtig, wie immer man es nennen will. So, und der interessante Punkt ist erst einmal, wenn Sie richtig große Datenmengen haben, dann reicht für statistisch signifikant schon eine ganz kleine Effektstärke. Ja, also statistisch signifikant und signifikant sind da in einem gewissen Spannungsverhältnis. Wenn Sie, ja, es wird auch Werbung damit gemacht, dass da in den Experimenten, in den Studien richtig große Datenmengen, richtig große Anzahl von Probanden beispielsweise im medizinischen Bereich dann untersucht worden sind. Aber der Punkt ist der, je höher die Anzahl der Probanden ist, umso geringer darf die Effektstärke sein, um immer noch statistisch signifikant zu sein. Ja? Bei einer einer gewissen Größenordnung reicht es, dass das Ergebnis 51 zu 49 in Abweichung zur Nullhypothese 50-50 ist oder entsprechend mehr. Je größer die Datenmenge, je größer die Anzahl der Probanden im Beispiel ist, umso kleiner darf die Effektstärke, die Abweichung von der Nullhypothese sein. Und Sie dürfen immer noch sagen, ja, das ist statistisch signifikant. Einfach deshalb, weil die Datenfluktuation, die eben dieses Signifikanzniveau aushebeln, dass die Datenfluktuation immer kleiner wird, je größer die Datenmenge ist. Das nivelliert sich, je größer die Datenmenge wird. So, und das möchte ich nochmal anhand diesen Unterschied zwischen statistischer Signifikanz und Signifikanz im landläufigen Sinne möchte ich nochmal erläutern anhand eines Beispiels, das gerade durch die Medien ging, als ich diese Folien vor ein paar Jahren, 2019 oder 2020, erstellt habe. Weiß nicht mehr ganz genau, wann ich konkret diese Folie hier erstellt habe. Da ging durch die Medien ganz großer Aufschrei, nämlich, dass Wurst bei Krebsrisiko auf eine Stufe mit Asbest gestellt wurde. Ich weiß nicht, ob Sie etwas zu Asbest wissen. Asbest wurde Anfang der 70er Jahre in Deutschland verboten, wurde gerne benutzt im Baubereich, weil es die Entflammbarkeit, die Brennbarkeit massiv vermindert, hat aber das Problem, dass es Partikel in die Luft entlässt, die dann in der Lunge sehr, sehr schnell zu Lungenkrebs führen. Wenn zum Beispiel in alten Gebäuden mit Asbest, wenn da irgendwelche Arbeiten zu tun sind, beispielsweise auch nur eine Wand aufgebaut wird, dann ist Pflicht, dann muss das im Schutzanzug passieren, im Ganzkörperschutzanzug. Und alles, was da rausgeholt wird an Material, muss ganz vorsichtig verwendet werden und muss irgendwie als extrem gefährlicher Sondermüll behandelt werden. Ja, also das ist Asbest. Es gibt immer noch Häuser, in denen Asbest verbaut ist. Wenn Sie so, da müssen Sie dann entsprechend vorsichtig sein. Also vorausgesetzt, dass Sie gesetzestreu sind. Ja, dass Ihnen Ihre Gesundheit etwas wert ist. Oh, das gibt natürlich ein großes Medienecho, wie Sie sich denken können, aber der Punkt ist der, es geht nur um statistische Signifikanz. Die Gesichertheit des Zusammenhangs ist auf derselben Stufe, aber die Effektstärke, ja, die Stärke des Zusammenhangs ist natürlich weitaus geringer bei Wurst und Krebs versus Asbest und die entsprechenden Gesundheitsschäden. Ja. Das haben die Medien nicht so thematisiert. Manche
eher seriösen Medien haben das durchaus auch mal thematisiert, aber im Großen und Ganzen, das, was ich gesehen habe als Medienecho, war genau so. Wurst ist genauso gefährlich wie Asbest. Ja, was völlig absurd ist, dann müssten wir, also da müsste es ja eine epidemische Sterblichkeit geben unter Menschen, die Wurst essen. Ja, es geht nicht um die Risikohöhe, sondern nur um die Gesichertheit des Zusammenhangs. Mehr nicht. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, das muss man sich klar machen. Und das ist die Botschaft dieses Abschnitts. So, jetzt kommen wir zu anderen statistischen Themen. Jetzt gehen wir, das waren jetzt ein paar grundlegende Sachen, jetzt gehen wir mal an so ein paar Beispiele, wie man so statistische Ergebnisse doch fehlinterpretieren kann. Und da fangen wir mal mit einem einfachen Beispiel an, direkt aus dem Leben gegriffen. Notendurchschnitte zum Beispiel bei Klausuren in Schulen oder Hochschulen. Ich mache jetzt eine einfache simulierte Situation, eine sehr vereinfachte Modellsituation. Ich gehe der Einfachheit halber nur von zwei Prüfungen aus und zwei Prüflingen, keine weiteren Prüflinge. Ja, also eine sehr vereinfachte Modellsituation, aber lässt sich natürlich übertragen auf reale Situationen. So, und ich gehe jetzt von fiktiven Werten aus. Der eine hat 95% oder 95 Punkte in A und 98 Punkte in B bekommen. Und der andere diese Punktzahl. Ich habe die Punktzahl natürlich so gebastelt, damit der Punkt, auf den ich hinaus will, sichtbar wird. So, und jetzt ist in beiden Prüfungen ab 95 Punkten eine 1 und ab 85 Punkten eine 2. Jetzt vergleichen wir mal die beiden Prüfungen, wie gut die ausgefallen sind. In A, wie sieht es aus? 95 und 85 Punkte, Durchschnittspunktzahl 90. In B, 98 und 84 Punkte, Durchschnittszahl 91. Das heißt also, B ist eigentlich besser ausgefallen als A. Nicht viel, aber es kommt ja hier nur auf die grundlegende Situation an. So, und jetzt gucken wir uns die Notendurchschnitte an. Also, in A hat einer eine 1 und einer eine 2, ergibt 1,5 Notendurchschnitt. In Prüfung B hat einer eine 1 und einer eine 3, ergibt Note 2,0 für B. Das heißt also, nach Notendurchschnitt ist B schlechter ausgefallen als A, aber nach Punkten ist B besser ausgefallen als A. Ja, das heißt also, die Umrechnung von Punkten in Note, die ja eigentlich ganz normal ist, ja, ich habe ja jetzt hier keine irgendwelchen krassen Notenumrechnungen genommen, sondern das, was man eigentlich immer so macht, führt eben da zu so einem Umkehrung im Vergleich der beiden Prüfungen. Ja, woher kommt das? Das kommt daher, dass die Abstände hier für die Notensprünge, die Punkte in die Noten umgerechnet, dass die nicht alle gleich sind. Ja, wir haben von 95 bis 100 Punkten eine 1, wir haben von 85 bis 94 Punkte eine 2. Und durch solche Abstandsunterschiede ergibt sich eine Anomalie. Aber auf der anderen Seite möchte man ja dann nicht unbedingt immer, ist halt die Frage, ob man wirklich die Notensprünge wirklich überall mit denselben Abständen machen will. Also in meinen Klausuren in der Grundlehre Informatik mache ich das so, dass die Abstände alle gleich sind, bis auf den Sprung zwischen Bestand und Nichtbestand, versteht sich. Der ist da außen vor, das ist eine eigene Grenze und innerhalb von Bestanden von 1,0 bis 4,0 in den Notenschritten der TU Darmstadt 1,0, 1,3, 1,7, 2,0, 2,3, 2,7 und so weiter mache ich alle Schritte gleich groß. Nicht ganz, also bei der 1,0 erlaube ich mir ein bisschen größeres Intervall zwischen dem Schwellwert, für dem Mindestwert für eine 1,0 und der maximal erreichbaren Punktzahl. Aber Sie sehen hier die Problematik, dass wir da einen Haufen Anomalien reinkriegen. Was ist das Problem? Die Noten bilden, das ist jetzt erst, wir gucken uns das jetzt mal grundsätzlich an. Die Noten bilden eine Ordinalskala. Ja? Machen Sie sich mal klar, dass wir hier einfach bei Noten
dass wir hier einfach, es macht keinen Sinn, hier wirklich zu rechnen. Ja, wer eine 2 hat, ist nicht halb, ist nicht doppelt so schlecht wie einer, der eine 1 hat. Und wer eine 3 hat, ist nicht dreimal so schlecht wie einer, der eine 1 hat und so weiter. Ja, also eigentlich ist es eine Skala, mit der man nicht rechnet, sondern mit der man nur vergleicht. Und das nennt man in der Mathematik eine Ordinalskala. Finden Sie leicht im Internet, wenn Sie da mehr dazu interessiert. Es ist keine Kardinalskala. Es ist keine Skala, wo man wirklich rechnen kann. Wo man wirklich sagen würde, eben eine 3 ist dreimal so schlecht wie eine 1 oder so etwas. Oder eine 4 ist doppelt so schlecht wie eine 2. In dem Sinne ist es keine Skala. Sondern nur die Reihenfolge, nur der Vergleich ist signifikant. Und Sie sehen das zum Beispiel im angelsächsischen System, mindestens in den USA, aber auch in anderen, vielen, vielen anderen Ländern, dass sie gar keine Zahlen da haben, keine 1 bis 5 oder 1 bis 6, sondern sie haben Buchstaben. A ist das Beste und F steht sogar für Fail, also für nicht bestanden. Und da kommt niemand auf die Idee, jetzt Durchschnittswerte zu berechnen. Nicht? Wie gut ist die Klausur im Durchschnitt ausgefallen? Da kommt keiner auf die Idee, weil wir ja hier Buchstaben haben und nicht Zahlen. Ja? Und es ist sicherlich jedem sofort klar, dass das Buchstaben nicht sind, womit man jetzt hier Durchschnittswerte berechnen kann. Ja, also diese Sache, die wir jetzt hier haben, diese sehr problematische Durchschnittsberechnung, beruht darauf, dass wir letztendlich, dass wir die Noten fehlinterpretieren, die Zahlen eben nicht einfach nur als nicht so interpretieren, eben wie hier A bis F, sondern dass wir da etwas hineininterpretieren, etwas Arithmetisches, was gar nicht drin ist. Ja? Die Zahlenwerte selbst sind nicht signifikant. Das heißt eben, auf einer Ordinalskala dürfen Sie solche Sachen nicht durchführen und, wie wir gesehen haben, führen diese zu Anomalien. Also vieles ist daher nicht valide. Notendurchschnitte bei Prüfungen, muss man sagen, ist schlicht und einfach. Den Notendurchschnitt zu bilden bei Prüfungen ist, muss man in aller Deutlichkeit sagen, ist ein handwerklicher Fehler. Oder bei studentischen Evaluationen ist es dasselbe. Ja? Wenn Sie da ankreuzen zwischen trifft sehr zu bis trifft gar nicht zu, das sind ja keine Zahlenwerte. Trifft sehr zu, trifft etwas zu, neutral, trifft wenig zu, trifft gar nicht zu. Das kann man doch nicht, also das wird dann typischerweise assoziiert mit Notenwerten, mit Zahlenwerten, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 oder so etwas. Aber das ist natürlich nicht valide. Ja? Trifft etwas zu, ist ja nicht halb so gewichtig, wie trifft sehr zu. Ja? Das kann man ja da nicht, darf man da eigentlich gar nicht hineininterpretieren. Deshalb ist so etwas eigentlich auch ein handwerklicher Fehler, Notendurchschnitte zu berechnen. Wird trotzdem täglich gemacht, auch an der TU Darmstadt. Ja, das sind nicht wirklich Zahlen. Genauso solche Sachen zum Beispiel, so die Anzahl der Sterne. Ja? Die Anzahl der Sterne, die Sie vergeben können, ja, kommt noch hinzu, dass sie bei vielen Plattformen nicht 0 Sterne vergeben können, sondern mindestens 1 Stern vergeben müssen, was dann nochmal das Ergebnis dann natürlich, sagen wir mal, interpretationsbedürftig macht, ja, dass es eigentlich ein bisschen zu gut ist, dass man das sozusagen wieder zurückrechnen muss in seiner eigenen Vorstellung, was diese durchschnittliche Punktzahl sagt. Aber eigentlich sind 4 Sterne nicht doppelt so gut wie 2 Sterne. Es ist eigentlich nicht valide. Es ist eigentlich ein handwerklicher Fehler, die Anzahl der Sterne davon den Durchschnitt zu bilden. Ja, weil das ja auch unterschiedlich interpretiert wird von verschiedenen Menschen. Und wenn wir da einen Durchschnitt der Sternzahlen bilden, gehen wir implizit völlig fälschlich davon aus, dass diese dass die alle die gleiche Interpretation haben, nämlich die, dass 4 Sterne doppelt so gut ist wie 2 Sterne oder 2 Sterne doppelt so gut ist wie 1 Stern. Und das könnte man natürlich noch beliebig erweitern. Ja, das sind nur ein paar Beispiele dafür, wo das überall auftritt. Können Sie selber sicherlich problemlos erweitern, die Liste.
Oh, dann möchte ich zu einem anderen interessanten Fehler mit Durchschnittswerten kommen, der schon ein bisschen subtiler ist. Das hat auch einen Namen, unter dem Sie das natürlich auch im Internet finden, das Simpson-Paradoxon. Da möchte ich das klassische Fallbeispiel hernehmen. Auch hier wieder die Nummer stammt, ist die Nummerierung in dem referenzierten Buch. So, das klassische Fallbeispiel betrifft die Universität Berkeley Anfang der 70er Jahre und man hat festgestellt, unter allen Frauen, die sich beworben haben um einen Studienplatz, wurden weniger als unter allen Männern, die sich beworben haben um einen Studienplatz, sodass also der Verdacht naheliegt, dass hier eine systematische Diskriminierung von Frauen stattfindet. Und dementsprechend verheerend war auch das Medienecho damals für die Universität Berkeley, weil die Medien sowas natürlich gerne aufgreifen. So, und dann ist die Universitätsleitung mal dahin gegangen, hat mal geguckt, welche Studiengänge sind denn eigentlich für diese Diskriminierung, welche Studienrichtungen sind denn verantwortlich, welche Fachbereiche sind denn da verantwortlich. Und dann haben sie sich das angeguckt und bei jedem einzelnen Studienrichtung festgestellt, dass das Bild eigentlich unauffällig ist. Ja? Dass es ganz normale Fluktuationen gibt und mehr nicht. Ja? Dass eigentlich die Frauen nicht weniger zugelassen, die Zulassungsquote eigentlich in jedem einzelnen Studiengang jetzt nicht auffällig schlechter war als bei den Männern. Wie lässt sich das Ergebnis jetzt interpretieren? Was ist die Auflösung des Paradoxons? Ja, es ist ja ein Paradoxon, Simpson-Paradoxon. Der Punkt ist einfach der, dass wir haben jetzt wieder Statistik, Korrelation mit Hintergrundvariable. Die Hintergrundvariable ist die Studiengangswahl der Männer und der Frauen. Die Frauen haben sich tendenziell statistisch häufiger für Studiengänge mit niedrigen Zulassungsquoten interessiert, sich dafür beworben, zum Beispiel Anglistik, während die Männer sich tendenziell mehr für Studiengänge mit höherer Zulassungsquote beworben haben, zum Beispiel Maschinenbau. Das sind die zwei Beispiele aus dem Fall damals. Ja, also Sie sehen, wie leicht man da zu einem Fehlschluss kommen kann. Ich will ein anderes Beispiel, was auch immer gerne zitiert wird in der Literatur, in der populärwissenschaftlichen Literatur hernehmen. Raucherinnen leben länger als Nichtraucherinnen. Zunächst mal, das ist tatsächlich so. Aber wie kann das sein? So, der Punkt ist der, dass Rauchen unter Frauen ein relativ junges Phänomen ist. Ja, ältere Frauen und ganz alte Frauen sind in Jahrgängen, in denen Frauen nicht geraucht haben, während in den nachwachsenden jüngeren Jahrgängen durchaus viele Frauen das Rauchen angefangen haben. So, das heißt also, und die jüngeren Frauen haben natürlich eine höhere Lebenserwartung, weil sie jung sind. Ja, sie arbeiten aktiv, die Raucherinnen arbeiten aktiv an der Verringerung ihrer Lebenserwartung, aber ist natürlich immer noch sehr viel höher als die Lebenserwartung, die Restlebenserwartung von älteren Frauen. Das heißt also, wir haben dadurch eine Lebenserwartung, hohe Lebenserwartung ist korreliert mit Tabakkonsum. Die Hintergrundvariable hier ist das Alter der Frauen. Diese Hintergrundvariable herausrechnen, indem Sie einzelne Jahrgänge schauen, dann ist natürlich klar, was passiert. Es kommt das Bild raus, was man erwarten müsste. Dass auch da, also auch bei Frauen, die Lebenserwartung durch das Rauchen verkürzt und nicht verlängert wird. So, ich möchte noch ein weiteres Beispiel nennen. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich fiktiv ist. Ich vermute, es ist nicht fiktiv, aber ich bezeichne es als ein fiktives Fallbeispiel, um auf der sicheren Seite zu sein. So, Immobilienpreise steigen zum Beispiel, weil die einzelnen Bestandsimmobilien, weil die immer teurer werden, ja, weil deren Verkaufswert immer weiter steigt, ja, die Nachfrage ist groß, Angebot ist klein, die Preise steigen. Oder eben auch, die Immobilienpreise steigen im Durchschnitt auch potenziell, weil immer neuere Häuser und dementsprechend höherwertige Häuser auf den Markt kommen. Ja, zum Beispiel Stichwort Energie. Heutige Neubauten haben typischerweise eine sehr gute Wärmedämmung, beziehungsweise eine
Eine gute Wärmedämmung ist sogar Pflicht. Und viele haben auch eine bessere Wärmedämmung, als nur Pflicht ist. Sehr viele haben eine Wärmepumpe und keine Öl- oder Gasheizung mehr. Also in Neubauten wird Öl sowieso fast gar nicht mehr, Ölheizung fast gar nicht mehr verbaut, zumindest nicht im privaten Bereich. Ja. Was natürlich dafür sorgt, dass die Neubauten höherwertig sind und dementsprechend auch teurer sind. Auch das hat natürlich einen Einfluss auf die Immobilienpreise. Das heißt in der Konsequenz, hier kommt jetzt das hinein, wo ich mir nicht wirklich sicher bin, ob es wirklich nur fiktiv ist oder nicht sogar real ist, dass auf der einen Seite die Immobilienpreise immer weiter steigen, hier fehlt ein I, ich bitte um Entschuldigung, Immobilienpreise, aber auf der anderen Seite die einzelne Immobilie an Wert verliert, einfach weil immer mehr teure Immobilien, nämlich Neubauten, auf den Markt kommen, beziehungsweise wenn wir einfach mal sagen, nach 20 bis 30 Jahren wird eine Immobilie verkauft und kommt also so auch auf den Markt, dann sind die, die heute verkauft werden, eben die von vor 20, 30 Jahren, sind höherwertig als die, die vor 10 Jahren verkauft worden sind, die damals 20 bis 30 Jahre alt waren. Ja, also das ist durchaus denkbar. Ja, viele Leute lassen sich verleiten durch solche Nachrichten, dass der durchschnittliche Immobilienpreis steigt, zu denken, naja, das heißt vielleicht nicht für jede einzelne Immobilie, aber für die meisten Immobilien steigt der Verkaufswert im Laufe der Zeit. Das muss nicht stimmen. Auch hier wieder die Hintergrundvariable betrachten. Die Hintergrundvariable hier ist das Erstellungsjahr und der damit zusammengehende Standard, den es in diesem Erstellungsjahr so gab. So, jetzt haben wir drei Beispiele gesehen für Simpson-Paradoxon. Ja, wir haben einen statistischen Zusammenhang gesehen und festgestellt jeweils, es gibt eine Hintergrundvariable, wie wir es bei Korrelation versus Kausalität, bei Scheinkorrelation schon betrachtet haben. Wie lässt sich jetzt das Simpson-Paradoxon allgemein fassen? Also, es werden unvergleichbare statistische Werte zusammengerechnet. Ja, in dem Fall Universität Berkeley waren das die Zulassungsraten der einzelnen Studiengänge. Ja, alle Zugelassenen wurden in einen Topf geschmissen im Zähler. Alle, die sich beworben haben, wurden in einen Topf geschmissen, bilden den Nenner. Und dann ergibt sich eben, in dem einen Topf nimmt man die Männer und im anderen Topf nimmt man die Frauen. Und dann ergibt sich eben ein Unterschied, weil man unvergleichbare statistische Werte zusammengerechnet hat. Nämlich unvergleichbar, weil es unterschiedliche Studiengänge mit unterschiedlichen Zulassungsquoten gibt. Bei dem Fall Raucherinnen und Leben länger war das Alter der Frauen die Hintergrundvariable. Und jetzt bei dem fiktiven Beispiel das Erstellungsjahr, also das, letztendlich das Alter der Immobilien. Haben wir hier Zähler und Nenner jeweils für sich addiert. Und die Hintergrundvariable, die verschwindet. Dadurch zum Beispiel beim Simpson-Paradoxon die Studienauswahl mit der zugehörigen unterschiedlichen Zulassungsquote. So, das ist das Simpson-Paradoxon allgemein. Vielleicht noch einen Aspekt dazu. Man kann leicht Rechnungen aufstellen. Es hätte auch dasselbe rauskommen können, dass vermeintlich Frauen diskriminiert werden gegenüber Männern, dass die Zulassungsquote insgesamt, weil die Zulassungsquote von Frauen insgesamt geringer als die von Männern ist, selbst dann, wenn es in jedem einzelnen Studiengang umgekehrt gewesen wäre, dass die Zulassungsquote der Frauen höher als die Zulassungsquote der Männer gewesen wäre. Das ist in dem Fall Berkeley nicht der Fall, aber man kann die Zahlen so hinkriegen, dass man dieses Paradoxon sogar noch verschärfen kann, so wie Sie es auf dieser Folie sehen. Gut, kommen wir zum nächsten Paradoxon, Will Rogers Paradoxon. Das schaffen wir hoffentlich noch hier, bevor die Vorlesung zu Ende geht, bevor die Vorlesungszeit zu Ende geht. So, das will ich anhand eines Fallbeispiels aus der Medizin hernehmen. Wir haben eine medizinische Studie und wir messen die Gesundheit durch irgendwelche Indikatoren, zum Beispiel Blutdruck oder
Zuckerwert im Blut oder was auch immer da in dieser Studie relevant ist. Wir messen zum Beispiel den Blutdruck oder man könnte auch das Gewicht hernehmen bei einer Ernährungsstudie beispielsweise. Ist vollkommen egal. Es ist immer dasselbe Prinzip, immer dasselbe Paradoxon. Wir messen das vorher, vor der Studie, wo wir dann in der Studie eine Therapie anwenden. Und dann messen wir es nochmal hinterher. Ganz normal das, was man so machen würde. Und klassifizieren sie beide in beiden Fällen nach leicht und schwerer Fälle, also zum Beispiel leicht erhöhter Blutdruck und schwer erhöhter Blutdruck. Sowas in der Form beispielsweise. Und jetzt kommt der Punkt, wo das Paradoxon reinkommt, wo wir eben hier Fehler mit Durchschnittswerten sind. Ja, was häufig gemacht wird, was aber nicht gemacht werden sollte, ist, wir berechnen den Durchschnitt von beiden Klassen, also die mit leichtem Blutdruck. Da berechnen wir den Durchschnitt des Blutdrucks in den leichten Fällen und bei den schweren Fällen oder vielleicht nehme ich das so, schwere Fälle sind Leute, die überhaupt erhöhten Blutdruck haben. Leichte Fälle sind die keinen erhöhten Blutdruck, sondern einen normalen Blutdruck haben. Drehen wir das Beispiel ein bisschen so, ist, glaube ich, einfacher. So, also vorher gucken wir, welche haben keinen erhöhten Blutdruck. Da messen wir vorher den durchschnittlichen Blutdruck. Also berechnen den halt aus den Messungen und ebenso bei denen, die vorher Blutdruck haben. Erhöhten Blutdruck haben, da berechnen wir dann aus den Messungen auch den Durchschnitt, den die Probanden vorher hatten. Und dasselbe machen wir nach der Therapie auch. Da gucken wir wieder, welche Probanden sind jetzt im Normalbereich beziehungsweise im erhöhten Blutdruckbereich und nehmen da auch wieder den Durchschnitt jeweils. Und die vergleichen wir miteinander. So, und das Paradoxon ist jetzt hier. Wenn die Therapie wirklich wirkt, also wenn die Leute tatsächlich, wenn der Blutdruck tatsächlich gesenkt wird, so im statistischen Durchschnitt oder so für viele, viele Leute, dann werden die gemessenen Durchschnitte, die man als Maßstab hernimmt, für die Wirksamkeit der Therapie eher schlechter werden, nach der Therapie schlechter sein als vor der Therapie. Das heißt also, wenn die Therapie wirkt, dann wird sie wahrscheinlich das Ergebnis sein, wird wahrscheinlich das Ergebnis der Studie sein, dass die Therapie nicht nur nicht wirkt, sondern zu einer Verschlechterung geführt hat. Und wie kann man sich das vorstellen? Gut, das ist ein Paradoxon. Ja, bei einem Paradoxon muss man auf alles gefasst sein. Aber wie löst sich dieses Paradoxon auf? Also, wir haben ja diese Einteilung in erhöhten Blutdruck und normalen Blutdruck. Und wenn die Therapie wirkt, dann werden Leute, die vorher erhöhten Blutdruck haben, in die Kategorie normalen Blutdruck wechseln. Nicht? Das wird dann sicherlich passieren. Diese Leute, die von erhöhten Blutdruck in die Kategorie normalen Blutdruck wechseln, werden tendenziell eher nur gering erhöhten Blutdruck gehabt haben, sonst wechseln sie nicht so leicht und werden jetzt hier aber, was natürlich bedeutet, dass dann dadurch die übrig bleiben, sind die schwereren Fälle. Das heißt, es kann durchaus sein, dass der Durchschnitt derjenigen mit erhöhtem Blutdruck jetzt dadurch steigt, weil eben leichtere Fälle wegfallen aus der Durchschnittsbildung, rausfallen, weil sie ja von der Kategorie erhöhter Blutdruck in die Kategorie normaler Blutdruck gewechselt sind. Und dieselben Leute, die jetzt aus der Kategorie erhöhter Blutdruck in die Kategorie normaler Blutdruck gewechselt sind, werden dort in der Kategorie normaler Blutdruck eher Leute mit relativ hohem Blutdruck sein, wenn auch noch im normalen Bereich, aber doch relativ hoch in diesem normalen Bereich. Und das heißt, auch hier kann es dann sein, dass der Durchschnitt sich dadurch verschlechtert. Ja? Muss nicht sein. Natürlich gibt es auch innerhalb der Kategorien dann Verbesserungen, dass Leute, die in ihrer Kategorie bleiben, sich verbessert haben. Es kann sein, dass das eine höhere Effektstärke hat als dieses Paradoxon, das sich durch den Wechsel der Kategorie ergibt. Aber es kann durchaus sein, dass das hier
je nachdem, wie die Datenlage ist, dass dieser paradoxe Effekt überwiegt, sodass dann also tatsächlich am Ende herauskommt, weil die Therapie wirkt, bekommen wir heraus, dass die, also weil sie positiv wirkt, bekommen wir heraus, dass sie negativ wirkt. So, was heißt das? Also mehrmals nach demselben Kriterium in zwei, wir hatten ja zwei Klassen, können natürlich auch mehr Klassen sein. Wir bilden jedes Mal den Durchschnitt und die Wanderungsbewegungen von einer Klasse in die anderen werden durch diese Durchschnittsbildung unsichtbar gemacht, aber sorgen dann potenziell dafür, dass in den leichten Fällen mehr Fälle reinkommen von den schweren Fällen, die innerhalb der leichten Fälle noch relativ schwer sind, sodass sich da der Durchschnitt potenziell erhöhen könnte und weil innerhalb der schweren Fälle die darin relativ leichten die Kategorie gewechselt haben, kann es sein, dass da der Durchschnitt schwerer wird. Also entgegengesetzt zu den realen Effekten. Das ist das Will Rogers Paradoxon ganz allgemein. Will Rogers war kein Mathematiker oder Statistiker, sondern tatsächlich ein Schauspieler, Entertainer, Komiker und so weiter. Sie werden keine Probleme haben, im Internet ein bisschen mehr dazu zu finden, warum dieser Name Will Rogers mit diesem Paradoxon verknüpft ist. Gut, dann vielleicht noch diesen Punkt ein bisschen, das werden wir zeitlich noch ein bisschen schaffen. Temporale Fehlinterpretation, also zeitbehaftet, ist eigentlich meine Lieblingsübersetzung für temporal. Also nicht temporär, nicht zu verwechseln mit temporär, was irgendwie so nur vorläufig, nur kurzfristig heißt oder so etwas, sondern temporal, alles was mit Zeit, mit zeitlichen Abläufen, mit Zeitdauern und so weiter zu tun hat. So, und dann muss man zum Beispiel feststellen, Sie haben Langzeitmessungen, zum Beispiel vom Klima, nicht? Von Temperaturen, von Niederschlagsmengen, von Wasserstandspegeln in Flüssen und was auch immer. Ja? Und das wissen Sie ja, das wird dann sogar vom 19. Jahrhundert an lückenlos bis heute teilweise gemessen und dann vielleicht sogar noch früher. Problem ist da, erstmal grundsätzliches Problem ist, dass die Messmethoden sich mit der Zeit ändern, zum Beispiel Grenzwerte zwischen normalem Blutdruck und erhöhtem Blutdruck beispielsweise oder zwischen normalgewichtig und übergewichtig. So etwas wird im Laufe der Zeit immer mal verändert, sodass wir immer mehr Patienten mit Bluthochdruck und mit Übergewicht bekommen, weil das da tendenziell die Richtung ist in Richtung Verschärfung. Aber eigentlich ist das problematisch. Ja, das heißt also, wenn Sie zum Beispiel Übergewicht im Laufe der Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte vergleichen wollen, dann können Sie nichts damit anfangen, dass gesagt wird, im Jahr 1893 waren 30% der Menschen übergewichtig und heute sind 40% der Menschen übergewichtig, weil eben die Grenze, bei der Maßstab dafür, was übergewichtig heißt, sich verschoben hat. Eigentlich müssten Sie die Rohdaten aus dem Jahr 1893 nochmal hernehmen und nach heutiger Methode, um vergleichbare Werte zu haben, nach heutiger Methode nochmal durchzurechnen. Das ist natürlich sehr aufwendig, die Daten überall herzubekommen, beziehungsweise die kriegen Sie ja auch gar nicht mehr unbedingt, die Rohdaten. Ja, die sind ja längst vernichtet oder verschollen. Das ist also erstmal ein grundsätzliches Problem. Ja, oder auch Temperaturmessungen. Es gibt ein schönes Beispiel dafür, dass Freiburg früher immer als die wärmste Stadt Deutschlands gesehen wurde. Aber, das ist jetzt ein falsches Beispiel. Das ist auch ein interessantes Beispiel, weil man dann irgendwann festgestellt hat, dass die Temperaturmesser nicht ein bisschen zu städtisch waren, zu sehr in der Stadt drin waren. Und in Städten, wissen Sie ja, ist die Temperatur immer ein bisschen höher als anderswo. Nee, ich meine ein anderes Beispiel, nämlich dass Temperaturmessgeräte, die für Klimaaufzeichnung gedacht sind, dass die irgendwann mal irgendwo weit draußen außerhalb der Stadt korrekterweise aufgestellt worden sind. Aber im Laufe der Jahrzehnte wächst die Stadt und wächst die Stadt und wächst die Stadt, sodass diese Temperaturmessgeräte irgendwann mal dann innerhalb der Stadt sind und dementsprechend
eine höhere Temperatur zeigen. Ja, sowas muss man alles rausrechnen, versucht man auch. Aber es gibt da durchaus Probleme. Ja, wenn Sie Zehntel Grad realer Änderungen messen wollen, realer Klimaänderungen messen wollen, ja, im Laufe der Jahrzehnte und durch Urbanisierung erhöht sich die Temperatur um ganze Grade, dann heißt es, dass sie irgendwie 90% oder 80-70% der gemessenen Temperaturen herausrechnen müssen. Ja, das wird schon alles ein bisschen sehr, sehr kitzlig. Gesund zur Mitte ist auch ein schönes Beispiel. Das machen wir jetzt als letztes und dann sind wir für heute durch. In der Pädagogik, also Sie können feststellen, das ist tatsächlich so, wenn jemand besonders gute Leistung bringt und dafür belohnt wird, dann bringt er beim nächsten Mal schlechtere Leistung. Und umgekehrt, wenn jemand besonders schlechte Leistung bringt, dafür bestraft wird, bringt er deshalb später bessere Leistung. Also könnte die Schlussfolgerung sein und wird auch oft gezogen als Schlussfolgerung, Strafen ist effektiver als Belohnen. Aber es gibt auch einen anderen Effekt, das ist die Regression zur Mitte, dass gute Leistungen und schlechte Leistungen, herausragend schlechte Leistungen, doch sehr zufallsbehaftet sind. Und das heißt eben, dass sie beim nächsten Mal dann, dass da der Zufall nicht so stark zuschlägt, sodass sie also das tatsächlich also unabhängig von der Belohnung und der Bestrafung, ja, selbst wenn es keine Belohnung und Bestrafung gegeben hätte, trotzdem derselbe Effekt aufgetreten wäre, vielleicht sogar weniger stark vielleicht sogar stärker aufgetreten wäre. Nämlich, dass man dann eben wieder zur Mitte zurückkehrt, dass es ein einmaliger oder seltener Ausreißer war. So, dann sind wir an dieser Stelle jetzt tatsächlich mit der Zeit zu Ende. Dann werde ich jetzt die Aufzeichnung stoppen.